Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich mal wieder ein Bioprodukt. Ich habe mal wieder Bock drauf. Und zwar von der Firma Völkel. Man das sehen kann hier. Vegan to go. Mit dem klasse Titel, wie ich finde. Schokoschnuder. Ja. Finde ich sehr gelungen. Ja. Ist vegan. Ob das jetzt eine Pfandflasche ist, kann ich gar nicht so sagen. Auf jeden Fall ist vegan. Kokosnuss schütteln. Hier steht noch was drauf, das verlese ich mal. Naschmäulchen und Dessertliebhaber, aufgepasst. Hier kommt Kakao und Quinoa. Weiß nicht, was es ist. Apfelsaft, Bananenmark und Arezola-Kirschgeschmack. Ja, für Veganer, Vegetarier und einfach alle, die Geschmack lieben. Ja, also auch für mich, weil ich Geschmack liebe. Ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier, ich esse Fleisch. Aber naja. Und es ist glutenfrei. Ja. Okay, probieren wir es mal. Okay. Riecht ein bisschen wie abgestandener Kakao. Naja, probieren wir es. Gewöhnungsbedürftig, aber für Naschkatzen schmeckt das bestimmt super. Schmeckt wie, ja, Bananen-Schokomilch, würde ich sagen. Nur ein bisschen dickflüssiger. Okay, machen wir Bewertung. Ist nicht so meins. Aber naja. Geht schon. Also ich gebe diesen Vegan to go Schokoschnude trotzdem eine 3. Das schmeckt gut. Ist nicht ganz mein Fall. Aber es schmeckt ganz gut. Also dann Leute, kleines Like wäre nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch alles testen kann. Na? Gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.